Dieses Spiel beinhaltet Explosionen und andere aufblitzende Lichter. Es ist möglicherweise nicht geeignet für Personen mit fotosensitiven Beschwerden, wie zum Beispiel fotosensitiver Epilepsie. Das Spiel erfolgt auf eigene Verantwortung. So muss es laufen, so, dass man es lesen kann. Nicht so wie bei gewissen anderen Spielen, wo das vielleicht 2 Sekunden auf dem Bildschirm ist und quasi selbst eine Epilepsie schon auslösen kann. Nehmt euch die Zeit für die Epilepsie-Warnung, verdammte Axt, wieso kann ich das nicht aussprechen? Okay. Benutzername, Rangliste angezeigt auf sozialen Netzwerken veröffentlichen. Ja, warum eigentlich nicht? Damit ich das anderen Leuten schön ins Gesicht treiben kann, dass ich das Spiel vielleicht nicht durchspielen werde. Ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie lange ich das Spiel durchhalten werde. Weil das Schiff zerlegen kann teilweise ganz schnell repetitiv werden, wenn man es auf Dauer macht. Manche Leute mögen sowas. Das ist im Prinzip wie Angeln, das Spiel. Das heißt, irgendwann kann das super öde werden. Aber es kann auch super lustig sein an manchen Stellen. Ach, ja. Und ich bin nicht so wirklich der Sandbox-Spieler. Also wenn irgendwas mit Open World und Sandbox ist, kann man davon ausgehen, dass ich die Hauptstory durchspiele und den Rest irgendwo in der Seite liegen lasse unter Umständen. Naja, ich habe das ja schon in der Dings gespielt. Wie heißt das hier nochmal? Oh, komm, schmeiß mir den Hamster in den Kopf. In der Axis. Ja, so. Aber ich habe auch in der letzten Zeit immer nur wieder nur reingeguckt und nicht richtig gespielt, weil die haben ja Story-Teile eingebaut, die ich jetzt mich selber nicht mit spoilern wollte. Auch wenn das vielleicht nicht unbedingt jetzt großartig ist. Scheiß drauf. Mach mal Standard. Unendlich viele Leben, aber du arbeitest auf Zeit. Zeit ist Geld. Oder ich könnte begrenzt machen mit 30 Wiederbelebungen für eine gesamte Kampagne. 2-mal messen, 1-mal schneiden. Oder keine Wiederbelebung. Haha, denk dran, so etwas wie eine zweite Chance gibt es nicht. Ja, auf einer Schicht. Nimm den Timer und den Sauerstoffverlust weg und ist eine entspannte Spielerfahrung. Wie gesagt, wie Angeln. Nur mit Raumschiffteilen. So, den Anfang sollten wir eigentlich alle noch kennen vom letzten Mal. Die Menschheit hat große Teile des Sonnensystems industrialisiert. Die Erde ist am Ort des Verfalls und des Elends verkommen. Das ist kein großer Unterschied zu jetzt eigentlich. Im Orbit ist eine neue Art von Arbeitern in Erscheinung getreten. Der Abwracker. Die Arbeit ist extrem gefährlich. Doch für eine kleine Gruppe Auserwählter, Idioten, ist die Gefahrenzulage das Risiko wert. Ja. Ganze Neuigkeiten. Lebensmittelknappheit hält an. Gewaltsame Zusammenstöße und Blockaden in der Zentral-Planes-Konfiguration setzen die Küstenstädte zunehmend oder weiterhin unter Druck. Keine Ahnung. Bewerbung aus Abwracker-Ebene den Weg zur Galaxie-Programm. Ich kann den Sound noch nicht umstellen. Aber ich glaube, das müsste noch meine eigentlichen ursprünglichen Dinger haben. Einstellung. Links Corporation, Abwracker-Bewerbung. Das ist gerade reingekommen. Rechnung überfällig. Letzte Mahnung. Energy Power LLC. Rebecca Camberson. Kreditbeweisung abgelehnt. Regierungskrankenhaus. Zahlungserinnerung. LETD. Rationen übrig. Amt für zu viel auf sich. Bitte um Antwort. Mama, wichtig. Papa ist wieder krank. Ja, soll er doch selbst zahlen dafür. Energy Power LLC. Rechnung überfällig. Zweite Mahnung. Arbeitskräfte. Bewerbung abgelehnt. Okay, Ebene zur Galaxie-Programm, Änderungen deines Bewerbungsstatus, Änderungen ansehen. Grüße Bürger LF-291180S. Gratulation zur Aufnahme bei Linksprogramm Dein Weg zur Galaxie. Du wurdest aufgrund deiner überdurchschnittlichen, außergewöhnlichen, also geringfügigen cerebralen Intelligenzquotienten, körperlichen und geistigen Fähigkeiten ausgewählt. Du bist Bergstation Nummer 42, jetzt wisst ihr, wofür die 42 steht, Kennzeichnung Morrigan zugeteilt. Zeigt, dass du auf den Auf- und Ausbau einer profitablen Operation zu schultern vermagst und dich erwartet eine Reihe von spannenden Möglichkeiten. Explodierende Raumschiffe. Bitte beachte, ein Anstellungsverhältnis im Rahmen dieses Programms unterliegt ausschließlich dem Ermessen der Links Corporation und kann jederzeit aufgelöst werden, so wie dein Körper im Hochheizungsofen. Agnes oder Ungehorsam werden nicht toleriert. Natürlich nicht, das wird man einfach erschossen. Nachdem diese Formulierung unterschrieben haben, begeben sie sich unverzüglich zum nächstgelegenen Shuttle Hub der Links Corporation für den Transport zur Einsatzstelle.
der vollständige Folgen sein, um das Anstellungsverhältnis zu bestätigen. Kontoname. Links Leistungstracking TM erfordert einen Kontonamen. Bitte gib unten deinen Kontonamen ein. Ich muss mir einen guten Namen überlegen. Obszön oder firmenfeindliche Ausdrücke sind unzulässig. Fuck, Links. Ich frage mich, ob sie das wirklich haben. Ich glaube nicht. Lieferungspaket auswählen, was komischerweise Standard ist. Wir freuen uns, neuen Angestellten unsere Leib- und Seele-Wiederbelebungsprogramm TM anbieten zu können. Die Einzelheiten dieses ausgewählten Wiederbelebungspakets sind unten aufgeführt. Ich weiß, wir haben das alles schon durchgeführt, aber ich habe was zum Lesen. Warnhinweis der Terranischen Grundsatzbehörde. Klon führt zu einer Wahrscheinlichkeit von 0,02% zu DNA-Schäden. Das heißt, Moment, bitte verlangt nicht von mir, dass ich irgendwas Kopf rede. Ich sitze spät abends, ich komme von der Arbeit, ich habe kaum gepennt und ich habe generell sowieso keine Ahnung, wie man rechnet. Also 0,02, 100 durch 0,02 ist die Rechnung, oder? Das müssten dann ungefähr 5000 Wiederbelebungen sein, bis ich einen 100%igen DNA-Schaden habe. Standard, Klone, unbegrenzt, Klongebühr, 150.000. Das ist eigentlich schon eine rote Flagge, aber es wird mit Grün dargestellt, also es ist was Positives. Stimm-ID-Verification. Bestätigen die Stimmdatei, die du im Rahmen deiner ursprünglichen Bewerbung eingereicht hast. Ausrichtungspräferenzen, also wir haben männlich, weiblich. Ausrichtungspräferenzen, wähle deine Ausrüstungsschema für deine persönliche Mobilitätseinheit, die korrekte Einstellung, können sie Produktivität um 40% erhöhen. Standard orientiert, ich bleib bei Standard. Ernährungspräferenzen, unsere Nahrungsprozessoren bieten eine breite Vielfalt geschmacklicher Vorlieben, die du für den Rest deines Aufenthalts wirklich ergehen lassen musst. Nahrungskosten können mit der Zeit variieren. Kosten, wo bemerken. Hühnchen, weil wenn man was leicht und einfach in großen Mengen in engen Räumen züchten kann, sind es Hühnchen. Plastikfrei! Ja, das ist so heutzutage Bio-Nahrung im Prinzip. Das ist etwas, was man auf eine Packung schreibt, dafür wahnsinnig teuer macht und im Endeffekt genauso scheiße ist wie der restliche Scheiß, der da rumliegt. Vegetarisch! Weil man Pflanzen hasst. Pflanzen, insektenbasierend. Weil man eklig ist. Bitte stimme jeder Aussage zu. Warum mache ich das denn nicht automatisch? Ich habe keine registrierten Vorstrafen in den Zonen Terra oder Mars. Vorbestrafen im jovianischen Grenzgebiet sind akzeptabel. Ich wohne ja hier auf der Erde, also ich bin kurz davor, irgendwelche Straftaten wahrscheinlich zu begehen. Ich bin kein Mitglied einer Gewerkschaft oder einer anderen Arbeitsvereinigung, die wir absolut hassen und überhaupt nicht bei unseren Mitarbeitern sehen wollen. Doch hatte ich jemals zu einer solchen Verbindung. Heil Amerika. Ich habe meine jährlichen ärztlichen Untersuchungen abgeschlossen und leider nachweislich nicht an der McCulloch's Lungenkrankheit, was sowieso jedem egal ist, weil ich dann geklont werde. Ich habe auf Luna und Asteroiden gehört oder im Nationalstaat Arizona keine Interessen geschäftlicher Natur oder in Hinsicht auf Grundbesitz. Wer will denn damit zu tun haben? Ich werde meine Arbeit jeden Tag mit einer positiven Einstellung einer auf Problemlösung fokussierten Geisteshaltung beginnen. Also ja, Drogen. Ich kenne und akzeptiere die mit den langfristigen Belastungen durch ein Wanderwahlsfeld einhergehenden Gesundheitsrisiken, die mich auch nicht interessieren, weil ich geklont werde. Ich werde bei den panamerikanischen Senatswahlen für Kanzlerin Chung Chang stimmen. Ganz im Ernst. An dieser Stelle, es tut mir leid, ja, dass ich den Scheiß unterschreibe und alle Klone, die nach mir kommen, darunter zu leiden haben. Afrika-Anstellung, Beschäftigung. Dieser Vertrag gilt ab dem 9. November 2329 zwischen der Lynx Corporation, Abteilung Bergung und Recycling, Lynx,
amtlich eingetragen nach den Gesetzen der Solar Industrie Commission und mit Bürger LF-291180S Angestellter. Das klingt so ein bisschen wie Mann bei Oxygen. Breath Edge. Genau. Der Angestellte erteilt Glückshebel die Erlaubnis, seine biometrischen Daten zu sammeln, zu analysieren und zu nutzen. Um Klone herzustellen und andere Raumschiffe in einem anderen System abzuwracken, wahrscheinlich. Um sein eigenes Leben und Wohlergehen sowie das seiner Kollegen zu verbessern, sowie für jeden anderen Zweck. Haha, Klonarmeen. Der Angestellte erteilt links hiermit die Erlaubnis, jederzeit mit oder ohne sein Wissen psychologische Tests an ihm durchzuführen. Der Angestellte hat keinen Anspruch auf Entschädigung für Teilnahme an diesem Test, kann aber zusätzliche Zuckerwürfelrationen erhalten. Kann, muss nicht, kann. Der Angestellte erteilt links hiermit die Erlaubnis, seinen Lohn zu pfänden, falls seine Handlung oder deren Unterlassung zu tatsächlichen oder potenziellen Verlusten für das Unternehmen oder eines der Japan-Unternehmen führen. Ja, okay, das ist etwas, was sie tatsächlich machen. Wenn ich irgendwas falsch schrotte, dann ziehen sie mir das vom Lohn ab. Der Angestellte erteilt links hiermit die Erlaubnis, seine DNA zu speichern, dauerhaft in ihrem Besitz zu behalten, sowie mit dieser DNA ohne Einschränkung oder Begrenzung neue Organismen zu erschaffen. Ja, da sage ich es ja, Klonarmee. Darüber hinaus erklärt sich der Angestellte damit einverstanden, im Falle seines Ablebens bei der Ausübung seiner Pflichten eine Gebühr für diese Dienstleistung zu entrichten. Ja, das hätte ich auch im Voraus schon machen können. Das wäre wirtschaftlich, dass ihr meine Klonen im Voraus schon mal einplant für mich. Dann müsste ich noch mehr Schulden abarbeiten und müsste nicht erst neue machen. Links kann die Organismen jederzeit wieder wegen grober Fahrlässigkeit exekutieren. Das kann ja vielleicht nochmal passieren. Das wäre eine witzige Idee. Ich glaube, wenn man den Arbeitsbereich verlässt, kann es eventuell ein bisschen. Lynx kann die blablabla. Die Angestellten erteilen Lynx hiermit die Erlaubnis, seine gesamte graue und weiße Materie jederzeit zu untersuchen, zu manipulieren oder zu vervielfältigen. Auch im unglücklichen Fall des totalen und vollständigen Gedächtnisverlusts. Wer bist du? Ja, ich bin du. Ja, nee, ich bin ich, aber ich bin du. Nein, du bist ich. Nein. Dankeschön, Links hiermit die Erlaubnis, alle unbezahlten Schulden gegenüber Links und oder einem seiner Partnerunternehmen auf seinen nächsten Angehörigen zu übertragen. Falls ihm gekündigt wird, er verschwindet oder dauerhaft ums Leben kommt. Aber dafür gibt es ja die Klone. Und damit gibt man auch gleichzeitig zu, dass dann die Erlaubnis dazu, die Klone dann mit dem Folgenden zu belasten. Deswegen kommt die auch nicht mehr aus dem Vertrag raus. Es tut mir leid, liebe Klone. Ihr müsst da jetzt durch, wenn ich so blöd bin und sterbe. Lynx behält sich das Recht vor, diesen Vertrag jederzeit und ohne Vorankündigung oder Abfindungszahlung zu kündigen, ohne dass dafür einen hinreichenden Grundesbedarf. Ja, Gewerkschaften sind scheiße, ne? Oder wie war das? Zertifikatierung. Das Ding machen wir trotzdem mal. Ich muss ja mal wieder in das Spiel reinhauen. Ihr merkt schon, ich habe eine extreme Vorliebe für schwarzen Humor. Und Zynismus. Und Ironie. Each day he steps into the yard to earn his wages working hard. Pray to the stars and heaven above to return my daddy to those he loves. If there comes a time when he and death meet, bless the next cutter that takes his seat.
Willkommen auf der Station Morgen, Abfragekammer Nummer 9346-52. Your automated Lynx onboarding experience will now begin. Please observe this important message. Space. Boundless promise. Limitless resources. A brighter future. It's here where hard workers like you, the backbone of civilization, will help us pave the way to the galaxy. I'm Calicia Rye Paulson, president of Lynx Corporation's Salvage Division. When my great-great-grandfather Exeter founded Lynx, he foresaw a remarkable opportunity among the stars. His vision eventually brought us the rail gates. Now spanning all the way to Jupiter, these are the veins connecting all of modern civilization. And the people flowing through them are its lifeblood. The rail gates reinvigorated humanity and are key to our continued progress. You've been selected from among thousands of candidates to join the Lynx family. This is more than just a job. It's an opportunity to be part of the largest, most successful, and most pioneering company in human history. Your dream may be to forge your own destiny one day. Well, work hard, heed your superiors, believe in the Lynx vision. Do this, and you too will get your chance. Your first step is to join our EverWork program, the greatest gift we give our employees, turning death into an ongoing opportunity for learning and growth. With Lynx, death is a fresh start. Good luck. Ein Neuanfang. Ja, ich will einen Neuanfang. Drücken Sie, um die nächste Extraktion zu beginnen. Was? Video observation complete. Das ist in der Umgebung, wo sie einem dann die Probes in den Arsch schieben. Your genetic sequence will now be extracted for use with the Lynx EverWork Asset Replacement Program. Don't worry. Pain levels during extraction are largely tolerable. Please note, as outlined in Section 31 of your employment agreement, the process of genetic extraction will destroy your original body. Beginning extraction now. Das hatten sie, glaube ich, im Early Access noch nicht drin gehabt. Ich werde jetzt genetisch extrahiert, damit wird mein Originalkörper zerstört und ich bin automatisch also vollständiges Eigentum von Lynx. Würde mich also nicht wundern, wenn das Gehirn irgendwo in der Maschine sitzt und ich die Körper quasi fernlenke. Deswegen kann man mich auch immer wieder klonen. EverWork, Klopersatz erfolgreich generiert. Gensequenz gelagert. Glückwunsch, es ist nun sicher zu sterben. Abwracker sind für die Kosten des im EverWork-Prozess genutzten Biomaterials verantwortlich. Es fallen zusätzliche Gebühren für Tode außerhalb der Arbeitszeiten an. Du kannst nun mit dem Bergungstraining beginnen. Viel Glück. Gebührenbericht wird geladen. Bürgerberichtsgebühr. 120.000 nur für diesen Bericht. Medizinische Analyse, Transport zur Einsatzstelle, Sitzauswahlgebühren. Ich konnte meinen Sitz aussuchen? Geil. Kessler-Passagiergebühr. Gebäppgeförderung inklusive 35% Trinkgeld. Automatisierter Einführungsprozess. Wenn der automatisiert ist. Ich meine, das. Wie, naja. EverWork, genetische Backup-Speicher. Ja, nachdem sie mir für eine halbe Milliarde das Gehirn rausgeschnitten haben, oder was, eine halbe Million? Eine Milliarde ist das. Nee, warte, 500. Müsste eine halbe Milliarde sein. Keine Ahnung, Nummern. Biomaterial-Kühlanlage. Ausrüstungskonfiguration, Ausrüstungskaution. Entmagnetisierung, Entlausung. Wieso Entlausung? Ihr habt meinen Originalkörper gekillt, dann gibt es gar keine Entlausung. Es sei denn, die Entlausung wurde vor dem Flug durchgeführt, um keine Läuse mit aufs Schiff zu bringen, nach oben geht und dann auf die Klonen übertragen wird. Aber man hätte mich auch einfach duschen können. Bonusgebühr, Reinigung, neuer Anstrich. Naja, ich muss also dafür zahlen, dass das Blut des vorigen Bewohners übermalt wird. Vorort-Training, Helm-Interface-Software-Update. Das ist ganz schön teuer für ein Software-Update. Essenz-Zubereitung, jährlich. Ach, Essenszubereitung, jährlich.
Ganz schön teures Essen, muss ich sagen. Abfallwirtschaft, Mensch, Premium. Immigration, Steuerbeitrag. Unterhaltungsbibliotheksgebühr. Gebühr für Verfolgungsimplantat. Gebühr für Bergungsrechte einschließlich Notar. Finanzkonto, Einrichtungsgebühr. Kontoführungsgebühr monatlich. Bearbeitungsgebühr. Anzeige für Gebührenbericht. Ich denke mal, in Wirklichkeit ist die Summe gar nicht so hoch, aber das liegt einfach nur an der Scheißinflation. Wegen dem Einführungsvideo ist wahrscheinlich die Epilepsiewarnung wichtig. Ich meine, da ist so viel geblibbelt. Ist Lynx ein Wortspiel? Nein. Everything's gonna be just fine. There you go. Plenty of folks feel a bit woozy with the first pair. Anyway, welcome aboard. The name's Weaver. I'm the foreman for yourself and a couple of other shipbreakers in this region. This here's Morrigan Station. She may not look like much right now, but once we boot her up, she'll purr like a kitten. All right. Let's test out your orientation control. Do me a favor and look up at that cargo elevator up above. That's it. So that's where all the salvage gets collected to be picked up by the transfer crew. Just in case you ever turn yourself out of whack, use your roll thrusters to reorient. All right. Now let's get you flying. Activating your thruster controls now. Das ist ja total lustig, wenn man beim ersten Vorwärtsbewegung direkt hinten in die Wand reinknallt. Aber nein. Links, rechts. Hey, rückwärts geht auch. Now vertical control. Eine Sekunde lang aufsteigen, eine Sekunde lang absteigen. Mhm. Looks good. Now, to finalize these movement checks, I need you to fly to these waypoints. Eins der gemächlichsten, aber witzigsten Spiele eigentlich. Nicht gerade Descent, aber auch kein Dark Souls. Till there was some complications with my last revive. Those were early days in the tech, though, so never you mind about that. Oh, almost forgot the most important thing. Brakes. Get yourself going at a decent clip. And then test them out, why don't you? Gab es damals auch schon Bremsen? Ich glaube schon, ne? All right. Looks like the bay here was left in a bit of a mess. We're gonna clean this crap up. I'm gonna activate the furnaces. Now. Dang thing. Would you just... There you go. So these furnaces are used to melt down soft metals. Should go without saying, these things are hot as all get out. So, try not to drift into them by accident. Okay, let's get a handle on your grapple tool. This fella here is a shipbreaker's bread and butter. This is how we move salvage around. Activate the beam and hold it to grab an object and move it around, if it's not too heavy. Give it a go. Move one of these pieces into either furnace. So, when you're holding an object with the grapple, you can retract the beam. This will pull a light object to you. If it's heavier than you, it'll pull you towards it. Check out your HUD when you've got an object grappled. It shows you the mass of the object and whether you can move it or not. Im Prinzip alles, was in dieser Trichteröffnung jenseits dieser Warnstreifen fliegt, wird langsam reingesogen. Raw material processed. Credits deposited. Oh.
Nice job cleaning up that soft metal scrap cutter. Huh. Let's move on to the bigger nanocarbon chunks now, shall we? You may have already noticed that these are too heavy to move with your grapple. I'm enabling your scanner so we can check out their structural makeup. Go ahead and boot it up. Genau, der Scanner. Ich kann mein altes Profil funktioniert generell nicht mehr, deswegen muss ich sowieso von vorne anfangen. What I want you to focus on right now are these cut points. All right. Controls give me the go-ahead to get you cutting. You got quick access to all your tools through your HUD. Just open up your tool selector and choose the cutting tool. Your cutting tool has two modes. The first one is the stinger. It's designed for precision vaporization of cut points like this. You ready to perform some zero-G surgery, Cutter? Well, let's split this scrap so it's light enough to move. Im Prinzip haben sie mir auch jedem Cutter eine tödliche Waffe in die Hand gegeben. Natürlich tödlich fürs einen selber. Let me boot up the processor so you can salvage these. Do me a favor. Look on over at one of them there. Yeah, so I can see if they activate, right? Yeah, perfect. Wish me luck here, Cutter. Me and technology ain't always the best of friends. Hey, all right. We're in business. Now swap over to your grapple and toss one of those pieces you separated right in there. Es macht durchaus Sinn, sag manchmal in die verschiedenen Tüchen zu schmeißen und nicht sich auf eine zu versteifen. Und es wird mehr oder weniger in die Richtung gestoßen, die man zielt, nicht unbedingt, wenn man auf das Gerät, auf den Gegenstand selber zielt. Well, okay. We're almost done getting this bay in shape. Let's go after that large aluminum chunk over there. Now this beast is way too heavy to move as is. It's also too dense for your stinger to break it down. And there are no structural cut points for us to take advantage of. We're gonna have to switch over to the split saw mode of your cutting tool. Start slicing this thing down to size. Go ahead and switch cut modes now. Now try changing the angle of the cut. We're in business. I've unlocked the trigger on your cutting tool. It'll split that big chunk clean in two. Go ahead and give her a whirl. I'm gonna turn on your salvage indicator so you can track how much work there is left to do. This thing will track how much you've salvaged and how much you've lost. For now, let's try and hit that first goal marker. And that's what it's all about, Cutter. The more salvage goals you complete, the closer you get to hitting your certifications and ranking up. Der Vorteil von dem Schnittmodus ist halt, man überhitzt nicht so ohne weiteres. Ich glaube, sie haben die internen Details ein bisschen verbessert. Ich meine, ich kann immer nur so einen einzelnen Schuss abgeben damit. Ja, es wird heißer dadurch, sehr stark heiß sogar. Aber wenn man es richtig einsetzt, kann man damit eine Menge machen. Let's head on over to your hab and I'll show you the ropes there. Fly on over back to the master jack. I'll put a marker on it so you can find it easy. When you get there, head on in and we'll get started. Erste Schicht ist rum. Ja, ich habe 455.000 gemacht. Nice. Und ich bin Rang 2. Oh, so fühlt sich Erfolg an. Das Blöde ist, ich muss diese ganze Ausrüstung wieder neu verbessern, die ich vorher schon hatte. Oh.
Wenn ich lang genug spiele, komme ich da auch wieder hin. Hello, so, das haben sie ein bisschen verbessert hier. You have one incoming transmission waiting. Sound klingt für mich eigentlich in Ordnung. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, ich stelle es aber trotzdem mal eben runter. Video ist voll, alles hoch. Da, das hat mich gestört. Die Grafikqualität ist nicht gut genug. Ja, schon ein bisschen besser. Welcome to your new home, Cutter. Has everything you need. This is officially called a ready-made long-term employee habitation something or other. Around here, we just call it your hab. Now, how's about you get yourself some rest? We'll pick up your training in the morning. So sleep tight there, Cutter. Fenster. Who? Good morning, Shipbreaker. Lynx mandates a maximum of 8 hours of sleep. Any extra sleep time will be docked from the next pay cycle. Maximal 8 Stunden schlafen. Das heißt, wer Überstunden macht und länger schlafen muss, deswegen Pech gehabt. Okay. Kopien und du, sichere deine Karrierechancen. Neues Schiff, Makarel, leicht Frachtrad und Stationsrabatt. Bergungsziele. Programm zur finanziellen Entlastung von Angestellten. Also nicht existent. Werkzeuge, Scanner, Gerüstmodus. Zertifikat. Nice, alles da. Guten Morgen, Abwracker. Hinweis: Der Mindestbetrag wird am 1. jedes jeden Standardmonats fällig. Zahlungsrückstände gelten als Vertragsbruch. Immer schön bergen, bergen, bergen. Hope you feel well rested. Ready to continue your training? Okay. Let's have a look at your employee terminal. Now, let's get caught up on career progression and certification. I've sent you a message with an explanation. Go on and give it a read. Ich muss mal an dieser Stelle anmerken. Der Typ ist schon fertig und arbeitsbereit, bevor ich aufstehe. Und geht erst ins Bett, nachdem ich ins Bett gegangen bin, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir müssen ja ganz schön krasse Arbeitszeiten haben. Küche, große bestätigen. Livlogs, Halvage. Salvage Division, das sieht doch cool aus. Die Nahrungskette. Das kommt alles vom Plastik. Tatsächlich, meine Insektennahrung ist hiermit integriert. Und natürlich kostet alles, was ich hier aus dem Dingsautomaten nehme, Geld. Ich frage mich, wie sie das wieder auffüllen. Feuerlöscher habe ich hier auch. Nachricht 6. Seit dem Jahr 2291, in dem Lynx seinen Angestellten das lebensverändernde Everwork-Körperersatzprogramm präsentierte, haben wir das erreicht, von dem andere Konzerne nur träumen können, Arbeit sicherer zu machen. Ja, nee, ist klar. Und Lernen und Entwicklung ohne permanentes Todesrisiko zu ermöglichen. Lernen und Entwicklung ist schlecht für den Lebenserhalt? Okay. In einem noblen Beruf wie Schiffsbergung ist ein Vorteil jetzt ab dem Teil der Arbeit und unsere Abwacker haben sich oft mutig den schwierigen Herausforderungen und Risiken ihrer wichtigen Aufgabe gestellt. Ich will gar nicht wissen, wie viele Weltraumsäge sie rausschießen mussten in der Zwischenzeit, bis das Everwork läuft. Ich meine, jetzt kommen die Leute einfach recyceln, aber damals. Aber Lynx sorgt sich um das Wohlbefinden und das Wachstum unserer Familie. Nebenbei, diese super romantischen Weltraumbeerdigungen, wie man sie zum Beispiel aus Star Trek kennt, sind eigentlich völliger Bullshit. Man will den Menschen doch nicht ins All rausschießen. Das macht ressourcentechnisch absolut keinen Sinn. Das ist fucking Biomasse. Begrabt den. Dann können wir irgendwelche Würmer und Insekten den fressen und anschließend fressen Vögel und andere Viecher die und die werden dann von irgendwelchen Falken gefressen, die dann von Kühen gefressen werden und dann kommt es ja zu Menschen zurück.
ein Ökosystem basiert darauf, dass Sachen immer wieder recycelt werden. Ja, alles Wasser, was wir auf dem Planeten haben, ja, auch das, was gerade in deinem Becher ist, wurde schon von weiß nicht wie vielen hunderttausend Viechern vor dir gesoffen und ist aus ihrem Arsch rausgekommen. Oder im anderen Körpergegenstand. Aber Links sorgt sich um das Wohlbefinden und Wachstum unserer Familie. Die Einführung des Erbe-Kopien, um beschädigte oder zerstörte Körper zu ersetzen, erlaubt es, sicher zu scheitern und ermöglicht einen weiteren Tag auf der Arbeit sowie eine weitere Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Für eine minimale Gebühr wird ein komplexes Überwachungssystem in deinem Anzug auf übermäßige körperliche Schäden achten und im Fall eines Arbeitsunfalls die Generierung einer Kopie einleiten. Eine Reihe von neuronalen Sensoren im Transferieren deinen Geist reibungslos. Aha. In eine neue Kopie TM. Kopie haben sie trademarked? Fuck me. Dieser Prozess ist weitgehend erträglich und die neuesten Fortschritte haben durch Leiden bedingte Ausfälle beseitigt, was effektiv die Erholungszeit zwischen Transfers erstreicht. Das heißt, in Zukunft dürfen die Angestellten, CEOs und so weiter in anderen Firmen nicht mehr das Wort Kopie zu ihrer Sekretärin sagen. Machen Sie mir bitte eine Kopie. Nein, nein, Chef, das ist ein Trademark von Links. Wir können nicht das K-Wort sagen. Sagen Sie irgendwas anderes. Ja, dann klonen Sie das Papier. Aber nein, Chef, das K-Wort ist doch mit dem Klonen und... Ah, nein, das geht nicht. Ja, dieser Prozess war allerdings erträglich und die neuesten Fortschritte haben durch Leiden unmittelbare Ausfälle beseitigt, was effektiv die Erholungszeit zwischen Transfers erreicht. Zugriff auf unsere Kopie TM-Technologie zu bekommen ist einfach. Unsere Einführungsveranstaltung schließt das Sammeln einer genetischen Daten mit ein, die dann sicher von unseren Servern gelagert werden. Naja, es wird also genetisch digitalisiert. Ab dem Punkt, ab dem du bei uns arbeitest, musst du keine Angst vor einem frühzeitigen Ende haben. Der Tod ist ein Neuanfang. Naja, hier, die Geistungswerte aufgrund von Solarstörungen, Signalstärke, Geistzustand des Subjekts, Zeit des Transfers sowie andere Faktoren eine Fehlerwahrscheinlichkeit von plus minus 0,001%. Über längere Zeitraum kann dieses zu einer Identitätsverschiebung, einem medizinisch gutartigen Prozess mit minimal... Eine medizinisch gutartige Prozess. Wir reden hier nicht über Krebs, ihr verdammten... Mini Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit des Specs resultieren. Ja, Breifash 2.0 oder so. Ja. Neues Schiff, Makarel, leichter Frachter und Stationshopper. Das war auch eins von den Schiffen, die mich auf die Station gebracht haben. Zugriff auf neues Schiff, bla bla bla, Makarel von Kleinco ist das in der Kolonie am weitesten verbreitete Schiffsmodell. Der Leichtfrachtermodell sind für Zivilfrachten verwendet und kann viele verschiedene Objekte transportieren. Die Stationshopper transportieren mit Werbeterminals ausgestattet. Sicherheitsvorkehrungen betreffend Elektrizität werden empfohlen. Unsere Schiffe sind einfach die besten. Die jüngsten Sicherheitsberichte sind falsch. Ja, nee. Grenda Masters, Junior-Marketing-Mitarbeiterin Kleinco. Bergungsziele. Links ist stolz, einen wertgeschätzten Abwracker das neue Bergungszielsystem vorzustellen. Mit Leistung im Mittelpunkt sollen Bergungsziele Abwrackern helfen, den erwarteten Wert eines Schiffes zu verstehen. Von unserer präzise abgestimmten Bergungsbewertungsalgorithmus ermittelt geben... toll. Dieses Wort hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ermittelt geben Bergungsziele einen Anreiz, den... Gesamtfortschritt belohnt und Prämien bietet. Fuck, diese Schriften. Wenn die Ziele erreicht werden. Die Ziele. Ich kann nicht mehr lesen. Und die Ziele. Die Ziele bieten unseren wertgeschätzten Abrang viele Boni und belohnen jeden, die alle Bergungsziele erfüllen, ohne das Bergungsgut zu zerstören. Aha. Hauptsache, ihr profitiert davon, ihr Arschkrampen. Links ermutigt Angestellte aus den bereitgestellten Schiffen, so viel Material wie möglich zu bergen und den Wert des bereitgestellten Schiffs zu maximieren. Da die Weisen von irgendwelchen anderen Firmen kommen, ist es natürlich optimal, dann möglichst viel rauszuschlagen. Programm zur finanziellen Entlastung für Angestellten. Alles Wichtig und Gute in dieser Welt hat einen Preis. Jede Person, die das Privileg hat, als Abwracker Teil unserer Familie zu werden, verursacht hohe Kosten. Also bin ich im Prinzip gerade über eine Milliarde oder so wert? Eine Milliarde ist 252.138.614 fucking Cent. Man möchte doch immer gerne gewertschätzt werden. Glücklicherweise sind Links die Kosten vorläufig, damit du diese volle Kraft durchstarten und stressfrei dein stressfrei. Ihr knallt mir einen riesigen Haufen Schulden hin und sagt, das ist stressfrei. Ja. Was hat die AfD?
Diese Kostenteilung wird von unserem innovativen Angestellten-Finanzhilfeprogramm verwaltet. Das Programm deckt grundlegende Einführungskosten und Gebühren, einschließlich Kosten für Training und von Linksbergen ausgeliehene Ausrüstung. Das schließt auch die Gebühr für das Everwork TM-Körperersatzprogramm ein, welches sicheren unlimitierten Karrierefortschritt und Wachstum durch Linkstechnologie ermöglicht. Mit Wachstum meinen sie wahrscheinlich genetische Abweichungen wie ein zusätzlicher C oder zwei Nasen oder so ein Kram. Als Gegenleistung werden, während du deine Fähigkeiten und dein Wissen erweiterst, die Credits, die du als Abracker verdienst, automatisch von dem Betrag, den du dem Finanzhilfeprogramm schuldig bist, abgezogen. Das stellt sicher, dass der Kredit so schnell wie möglich abgezahlt wird, damit du weiter an deiner strahlenden Zukunft arbeiten kannst. Und wenn man abgearbeitet hat und endlich wieder Plus machen kann, feuern sie an. Oh, Gerüstenmodus ist auf jede Optik 3WL Kreuzspektraleinheit in der Standardausgabe des Linksarbeitsanzugs installiert. Dieser Modus ist eines der Herzstücke deiner Abfrage-Tooltips, da er dich den strukturellen Aufbau des Schiffes auswerten lässt, Höhenverkleidung, Tragebalken und wichtige Schnittpunkte hervorhebt. Der Gerüstenmodus ist die Standardeinstellung, wenn du den Scanner startest, aber außer du hast einen anderen Modus, zuvor einen anderen Modus verwendet. Clear as mud? Don't worry, I'm here to walk you through the process. Soon enough, I'm going to introduce you to some of the other shipbreakers. Most of them are willing to help you out, too. All right, let's start a new ship and pick your first ship to work on. Andere, meistens hilfsbereite, okay. Das Zertifikationssystem ist unser proprietäres Tool für den Karriereforschung aller unserer Abwracker. Moment, ich muss was trinken. Oh. Es bietet jedem Angestellten eine erfüllende und vielversprechende Zukunft als Teil der Lynx-Familie. Zertifikationsränge gehen von Rang 1 als Anfangspunkt bis Rang 30, welche nur den erfolgreichsten Angestellten offen steht, die uns also Geld eingebracht haben. Es wird geraten, die Zertifikationsregistrierkarte auf dem Terminal deiner Wohnheit das Anlagen zu nutzen, um Zugriff auf mehr Werkzeuge, Verbesserungen, Schiffe und Gefahrenstufen zu erhalten. Warum nicht? Man möchte doch immer mehr Gefahr haben. Sterben tut ja nicht weh, wenn man geklont wird, oder? Ich meine, dass ja der Vorgänger dann gestorben ist und Geschmerzen hatte. Nicht man selber. Nein, man ist ja nur ein Klon. Und man ist ganz neu, bis man stirbt und der nachfolgende Drecksack das ganze Geld einheimst. Wenn du es schaffst, deine Loyalität und deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, wirst du mit neuen Herausforderungen in den Arbeitsbuch belohnt. 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 Bin ich so zynisch? Betritt den Schiffskatalog. Das ist der Todeshanddruck des letzten Mitarbeiters. Ich mag dieses Homeworld-Design. Da ist ein anderes Hub. Home, Dekor, links. Ja, Ausrüstung ist noch nichts. Ja. This screen shows which ships you have access to. Each morning, you can choose to continue working on the ship you got or start a fresh one. Go ahead and claim one, and we'll get to work. Der hat ziemlich große Triebwerksmengen, aber der bringt dann für sich das am meisten Geld ein. Trenchard Allen. Bei der ursprünglichen Einarbeitung muss man so ein Testschiff auseinandernehmen. Hier scheinen sie das Training mit einem richtigen Schiff durchzuführen. Rank 3. Now try to remember. Nanocarbon goes in the processor. Aluminum goes in the furnace. Try to salvage the entire ship if you can. We call it using the whole buffalo. You'll hit your certs faster that way and start knocking out that debt of yours. I'll be observing and giving you any help if you need it. Good luck, Cutter. Was mich gerade so ein bisschen wundert, als ich im Fenster geguckt habe, konnte ich eine andere Bay sehen. Was eigentlich Blödsinn ist, weil
Ihr seht ja, wenn man aus dem Fenster guckt, müsste man eigentlich die großen beiden Seiten der Bay sehen. Das heißt, das hier ist wohl irgendwie nur ein Transportweg zum eigentlichen Hub, der dann oben irgendwie in diesem Ding drin sein muss, an den Seiten. Das würde das erklären, warum ich so einen komischen Winkel auf die Bay runter habe. Dass man tatsächlich in einer von diesen Auswüchsen da oben lebt. Wahrscheinlich, weil sie da noch Platz frei machen konnten. Ich bin mir gerade nicht sicher, gab es den Anker da vorher auch schon? Sie haben die Dinge auf jeden Fall überarbeitet mit diesen Relingen an den Seiten. Die waren, glaube ich, vorher nicht da. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es den nicht auch gab. Ich glaube, den gab es vorher nicht. Ich weiß es nicht hundertprozentig gerade, aber naja, gut. Gut, das Spiel erklärt mir leider nicht viel weiter, was ich machen soll, aber ich glaube, das im Tutorial war eigentlich schon mehr als genug, was man... Masch. Okay, der Generator müsste vorne irgendwo sitzen. Das heißt, ich kann theoretisch das Ding hier hinten rausarbeiten, ohne Probleme. Nein, Moment, halt. Ich habe gerade einen wichtigen Punkt völlig vergessen. Atmosphäre. Okay, das Schiff hat keine Atmosphäre mehr. Und scheinbar auch gar keinen Reaktor. Das ist interessant. Die haben viele von den Schiffen aber offensichtlich auch überarbeitet. Ich meine, sowas gab es bei vielen gar nicht, dass sie noch eine Luke, also zumindest die Startschiffe, dass sie eine Luke in den Seitenrand hatten. So, für die Leute, die neu im Spiel sind, man kann mit dem Cutter mehrere von diesen Dingern gleichzeitig durchschneiden, anstatt mit dem Einzellaser einen wegzuschmelzen. Dazu muss man die durchgehenden Striche über die Teile bringen. Ups, ich habe mich gerade völlig falsch bewegt. Und vaporisiert damit mehrere Teile gleichzeitig. Man sollte eigentlich vorsichtig sein, wo man sieht. Wenn man dahinter etwas ist, was durchschneidbar ist, was nicht durchgeschnitten werden soll, dann schneidet man versehentlich was völlig falsch. I know these ships look intimidating to scrap at first. But trust me, soon enough, you'll be stripping the huge gecko glass freighters like nothing. Got my start, salvaging back down Earthside. In the droid scrapping biz. You know what made me come up here? One day, we got a batch of this particular model in. One of them kinds of synthetic skin and everything. We almost never saw people looking ones like that. They're always too expensive to manufacture. Seems someone found a warehouse full of them. Mothballed for, 20 years or so. Since the AI ban took effect. Probably bought the whole lot for pennies, thinking they could turn a tidy profit with the salvage. No word of a lie. These things looked exactly like my stepbrother Jed. He even had the same slack-jawed expression. Now, Jed and I wasn't exactly pals or nothing, but all the same, I couldn't bring myself to start smashing that dopey face. And that's when I looked into getting on with Lynx. I tell you what, it's a sight better to cut up something that doesn't look like a family relation. Anyway, I'm running on. I'll clear the channel. Holler if there's anything giving you grief up there, Cutter. Weaver out. Da ist mal schon dieses Ding durchgeschnitten. Das kann durchgeschnitten werden. Das sollte man also in der Möglichkeit nicht durchschneiden, wenn man wirklich Sachen in einem Stück transportieren will. Ich sehe auch gerade, hier ist gar keine Antriebseinheit. Hier sind schon einige Sachen ausgeschlachtet worden. Auch die Luftschleuse fehlt. Dieses Schiff kann ich tatsächlich ohne große Probleme auseinanderschnibbeln. Keine Treibstoffleitungen drin, kein gar nichts. Oh, wie viel Treibstoffleitung und so ein Scheiß hast. Manche Sachen kann man nicht sicher auseinanderbauen. Manche Sachen müssen explodieren, damit man sie rauskriegt. Das ist so nervig. Es gab später Triebwerke, in die man aufbrechen musste. Dabei entzündet man die Treibstoffleitung automatisch, weil man sie nämlich nicht anders öffnen kann. Und das muss man schnell reinfliegen, bevor der Treibstoff die Tanks erreicht. Der brennende Treibstoff meine ich jetzt. Also bevor sich das Feuer bis zum Treibstofftank durchgefressen hat.
und den Shutter betätigen. Oh ja, tatsächlich ist nichts mehr drin. So eine Datenkarte oder so ein Scheiß. Sieht aus wie ein Hydraulikgelenk. Die Scheiben sind auch immer so ein scheiß Problem gewesen. Die sind beschissen rauszulösen. Die gepunktete Linie sollte man immer nicht aus den Augen verlassen, weil die auch immer angibt, was alles geschnitten wird beim Schneiden. Oder zumindest einem sagt, wo lang geschnitten wird. Manchmal wird da auch ein bisschen mehr geschnibbelt, als man eigentlich haben will. Ich weiß, am Anfang waren die Cockpits richtig beschissen auseinanderzubauen, weil dieses alles ein großes Stück war, was zusammenhing. Und man musste immer diesen ganzen Kanal hier raustrennen, bevor man irgendwas machen konnte. Aber hier sind auch keine Türkontrollen oder so Scheiß. Alles komplett barebone. Wie sieht mein Sauerstoff aus? Ich glaube, das ist noch gar nicht aktiv, oder? Das hasse ich. Ich will die anderen Teile haben, die man braucht, um die Sachen da reinzuschicken. Ich meine, theoretisch geht das auch so, aber es ist trotzdem super nervtötend. Tetas, genauso hießen die Dinger. Feathering. War das Teil hier irgendwie anderweitig wertvoll? Nur ein Prozessor. Ich schneid's raus, dadurch wird der ganze Kasten leichter. Ansonsten kann man es einfach in einem Stück reinpfeffern. Ich meine, die Schnittpunkte sind sowieso völlig unwichtig. Nein, du sollst da rein! Verdammte Axt nochmal. Gehen hier.
rein da mit dir. Object accepted for processing. Credits deposited. Du willst mich mitnehmen? Ist nicht, mein Freund. Ist nicht. Nope. Verbindung, die geht mal eben. Die können wir komplett schmelzen. Der Rumpfrahmen, auch schmelzbar. Das war wohl X mit Doppel X. Du gehst da rein, du kleines X. Nein, ich will nämlich nicht selbst prozessionisieren. Der Flug in den Schmelzofen oder in den Prozessor ist tödlich. In die Barke kann man so viel fliegen, wie man will. Sondern wenn sich nicht irgendwas bricht, aber die ist sowieso nicht aktiv, weil ich hier nichts habe, was irgendwie. Okay, das heißt zu schwer. Okay, wird Zeit, dass wir das klein machen. Man merkt hier aber auch sehr schnell, dass diese Sachen tatsächlich immer noch aus mehreren Teilen bestehen, weil es nicht alles gleichzeitig geschnitten wird. Da habe ich gleich eine ganze Strebe aus Aluminium vernichtet. Ja auch. Lässt sich nicht vermeiden, ich muss das Ding immer noch durchschneiden. Oder warte mal. Wow, das zerschneidet sogar noch mehr. Aber es ist Peanuts. Immer noch schwer. Ganz schön schwer. Schwer. Doch noch weiter durchcutten. Wir haben ja Verlust. Ey, wie verdammt schwer ist das denn? Ich hab die doch getrennt, oder? Sauber durch. Okay, das kann ich bewegen. Der Scheiß ist im Weg. Ja, manchmal können solche Kleinigkeiten auch noch die Verbindungen herstellen, obwohl sie sich nicht direkt verbunden haben.
Ah, ich sehe wohl das Problem nicht. Das ganze Schiff versalbelt. Wieso habe ich es nicht voll? Das sind wohl so Kleinigkeiten, die irgendwo so dazwischen sitzen. Egal, das war das erste Schiff. Rein da. Wenn man so schnell beschleunigt, irgendwo gegen knallt, tut das weh. Ja, ich habe da Sachen zerstört, deswegen habe ich wahrscheinlich keinen Plus gemacht, aber. Ein paar Teile sind einfach irgendwie verbleibend. Genau. 83.000, ich weiß gar nicht was. Ich habe alles geschnitten oder sind irgendwelche Teile weggeflogen, die ich nicht gesehen habe. Egal, das waren 2,4 Millionen. Also, ne? Das ist. Rang 3. Cutter 9346-52. Your designated sleep period is now over. Have a great day. Ich habe einen Sticker bekommen. Wahrscheinlich hat er ein paar Millionen gekostet. Für eine perfekte Bergung von mehr als 95% aus. Ich bin gut. Nehmen wir es. Der Mindestbetrag von einem ersten eines jeden bla 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 schließen. Looking good, Cutter. Now go ahead and pick another ship. Geile Sache. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und tschüss.